Einen schönen Samstag und willkommen zum Flashback. Tumulte in der Wiener Ärztekammer, umstrittener Grundstücksdeal und Eröffnung der Kaiserwiesen. Die Ereignisse in der Wiener Ärztekammer überschlagen sich. Nachdem vergangene Woche ein Kurienmitglied körperlich angegriffen wurde, verlangten alle drei Vizepräsidenten und der Finanzreferent den Rücktritt des Präsidenten Johannes Steinhardt. Hintergrund dürften die Ungereimtheiten rund um eine ehemalige Tochterfirma der Ärztekammer sein. Die Staatsanwaltschaft ermittelt wegen des Verdachts der Untreue. Steinhardt selbst wird als Beschuldigter geführt. Der Donaustädter Bezirksvorsteher Ernst Nevrevy steht derzeit heftig in der Kritik. 2020 kaufte er ein Kleingartengrundstück. Schon bald danach folgte die Umwidmung in Bauland. Dadurch hat sich der Grundstückswert mindestens verdoppelt, wie die Wiener Zeitung berichtet. Vorwürfe wegen Einflussnahme stehen im Raum. Kritik kommt aber nicht nur von der Opposition. SPÖ-Landesparteisekretärin Barbara Nowak spricht von einer nicht optimalen Optik. Wo sich am Handelsquai bis vor kurzem noch eine Grünfläche befand, soll schon bald eine Hochgarage entstehen. Rund 450 Parkplätze will die Pensionsversicherungsanstalt hier errichten. Das passt dem Bezirk so gar nicht. Anrainer setzten jetzt zusammen mit allen Fraktionen ein Zeichen gegen den geplanten Bau. Dieser Bau ist aus unserer Sicht vollkommen sinnlos, weil der Bedarf nicht besteht. Und es wird dadurch eine der letzten Grünflächen versiegelt. Wir haben das überparteilich an alle, überfraktionell, genau die gleiche Meinung. Und zu denen stehen wir seit 2019 und heute ist 2023. Und das Überdenken ist auch nicht dazugekommen. Somit werden wir sie auffordern dazu. Am einstigen Nordwestbahnhof soll bis 2035 ein neues Stadtviertel entstehen. Der Baustart ist für 2026 geplant. Bürgermeister Michael Ludwig und Bezirkschefin Christine Dubravac-Witholm präsentierten jetzt die Pläne, die ab sofort zur Einsicht aufliegen. Es wird für 16.000 Menschen neuen Wohnraum geben, für in etwa 4.700 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer neue Arbeitsplätze, zusätzlich zu Bildungs- und Kultureinrichtungen. Und vor allem wird hier Beton aufgerissen und es wird eine sehr große Grünanlage zusätzlich geschaffen. Eine neue Regelung erlaubt es künftig, dass die Wiener Schanigärten auch über den Winter durchwegs geöffnet bleiben können. Die Bezirkschefs der Bezirke Neubau, Josefstadt und Innere Stadt kritisieren die Verordnung und fordern bessere Regulierungen des öffentlichen Raums. Ja, weil damit öffentlicher Raum der Öffentlichkeit, der Allgemeinheit entzogen wird und nur für eine bestimmte Gruppe eben dauerhaft verwendet wird. Mit Marschkapellen, Bieranstich und dem Who is Who der Politik und Society nahm die Kaiserwiesen am Donnerstag offiziell ihren Lauf. Noch bis 3. Oktober warten Brezen, Bier, Live-Musik und vieles mehr. Die Wiener sind schon bekannt dafür, dass sie ein geselliges Volk sind, dass sie einfach auch feiern können. Und ich glaube, die Leute vom Land, die dann herkommen und dort eine Party feiern mit allen anderen, das ist eine super Kombination und da kann man nur stolz sein auf die Leute, die die Idee dazu gehabt haben. Es passt einfach Kaiserwiesen und Wurstelbrater. Diese Synergie zwischen uns beiden ist einfach ganz toll und wir freuen uns, dass die Kaiserwiesen bei uns gastiert. Das historische Zentrum Wiens bleibt auf der roten Liste des gefährdeten Welterbes. Das hat die UNESCO kürzlich entschieden. Grund dafür sind die vorgelegten und bereits mehrfach geänderten Pläne zum Projekt Heumarkt Neu. Die ÖVP kritisiert die fehlende Transparenz der Stadt im Umgang mit dem geplanten Bauprojekt und fordert die Einbindung des Bezirks in die weitere Vorgangsweise. Das Prädikat Weltkulturerbe ist ein Tool mehr, damit wir sagen können, erhalten wir die Charakteristik der inneren Stadt, erhalten wir nicht nur die Gebäude, sondern auch das Stadtbild, den öffentlichen Raum. Aus meiner Sicht muss alles getan werden, dass das Heumarktprojekt jetzt mal welterbetauglich umgesetzt wird, dass wir mal das Schlamassel von der roten Liste schaffen und dann natürlich auch im weitesten Sinne alles getan wird, dass das Weltkulturerbe auch langfristig in Wien erhalten bleibt. Auf dem Gelände der Aspangründe wird das sogenannte Village im Dritten errichtet. Zwei derzeit im Bau befindliche Docks bieten 9000 Quadratmeter Nutzfläche. Flashback durfte sich in 71 Metern Höhe ein Bild vom aktuellen Baustand machen. Das Village im Dritten ist eine innerstädtische Quartiersentwicklung der Aare Austrian Real Estate. Wir entwickeln hier auf 11 Hektar Wohnen, Gewerbe, Büro, also ein gemischtes Quartier mit ungefähr 250.000 Quadratmetern oberirdischer Bruttogeschossfläche. Das sind rund 2.000 Wohnungen
und 60.000 Quadratmeter Nichtwohnnutzungen. Das ist von Bildung über Büro über Gewerbe alles dabei. Diese und viele weitere Nachrichten aus Wien und den 23 Bezirken liest du auf meinbezirk.at/Wien. Wir sehen uns wieder in der nächsten Ausgabe von Flashback, wenn es wieder heißt Wien in 5 Minuten. Schönes Wochenende!